Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ein optionaler Part nach wie vor und ich habe es euch ja inmitten des letzten Partes schon erklärt. Wir müssen leider nachspielen. Was jetzt passiert, habe ich schon erlebt. Aber ich zeige es euch einfach noch einmal. Klar, die Items und so sind weg und auch ein gewisser Endgegner ganz dort unten, wo ich jetzt hingehe. Aber das Videomaterial von dem Ding habe ich ja noch. Das werde ich euch dann nachliefern bzw. hier reinschneiden, wenn ich an der Stelle bin. Somit habt ihr eigentlich ja doppelter Spaß sozusagen. Ja, und natürlich bin ich nicht allein. Ich habe wieder einen neuen Gast und ja, stell dich einfach mal vor. Hallo. Hallo, ich bin Mr. BayernLP und mache halt Let's Plays auf YouTube, wie man es an meinem Namen erkennen kann. Und ich schaue gerade gern John zu, wie er da herumläuft. Ja, er sieht so jetzt zum zweiten Mal. Aber gut, es gibt Schlimmeres, denke ich mal. Ja, ja, wenn du was Let's Plays denn momentan so? Ja, so Japano-RPGs wie Grandia und Breath of Fire 4. Ah, sehr schöne Spiele. Breath of Fire vor allem hat mir sehr gut gefallen, aber Grandia doch auch. Müsste ich mal spielen, wirklich. Es ist toll. So. Ja, ich hab's ja schon halb verraten, wo wir hingehen, Freunde. Wir gehen zum Aschesee. Der wird auch einen ganzen Part in Anspruch nehmen, habe ich das letzte Mal rausgefunden. Wenn ich mich nicht blöder anstelle wie das letzte Mal, das geht ja gut los. Gut, wir rennen da mal schnell durch. Ich hätte vielleicht meine Vergiftung schon mal richten sollen. Wenn dich der Baum lieb hat, musst du bedenken. Ja, der Baum hat mich doch ein bisschen abgenervt das letzte Mal, muss ich zugeben. Ich werde ein paar schöne Fails werde ich reinschneiden, also... Zum Glück habe ich das Videozeug noch. Das wird euch gefallen, doch? Es lief nicht gut. Nein. Und wie ich mein Glück kenne, ist der zweite Anlauf jetzt auch nicht besser. Also wenn ihr Glück habt, dann habt ihr sogar doppelte Fails und so. Ja, mal gucken. So, jetzt werde ich erstmal versuchen, hier einen Ruhepunkt zu finden, weil mich nervt das Gift gerade höllisch. So, mache ich das Ding mal weg da. So, folgt mich eigentlich noch irgendwas? Ah, ne, die gehen zurück. Sehr gut. Okay, dann kann ich ja mal schnell... Hoffentlich da... Ah, das dauert immer so lang hier. Ich weiß nicht, ob da was passiert. So. Ach, nee, das hilft ja gar nicht. Ich brauch das mit Blume. Noch blöder. Von denen habe ich nur noch 6 Stück. So. Eine Zappe hier. Aber gut, das macht ja kaum noch Schaden, sehe ich gerade. So, ja. Laufen wir mal da weiter nach hinten. Ja, Dark Souls schon mal selbst gespielt. Nein, ich werde es mir aber noch kaufen. Jawohl, sehr schön. Da macht man nichts verkehrt, würde ich meinen. So, ach, nur weg hier aus der Pampe. Ich war so froh, als ich diesen Aschesee hinter mir hatte und jetzt darf ich einfach nochmal hin. Das ist Schicksal, wirklich. So, aber ich freue mich schon, wenn es dann ab dem nächsten Part dann wieder normal weitergeht, ohne dass ich was nachspielen muss. War halt Pech. Erfolgreicher. Ja, mal sehen. Das nächste Mal werden wir nämlich dann gegen Wendelin kämpfen. Da habe ich schon alles vorbereitet dafür. Ist das der richtige? Aua. Ja, das ist schon richtig. Okay. Ich weiß ja, dass man da irgendwo hoch muss, aber so richtig gemerkt habe ich mir wie immer nichts. Aber doch, das müsste es sein. Raus aus der Suppe. Meine Güte. Kommt mir der Wurm nach? Natürlich kommt er mir nach. So. Nix wie nach oben. So, der Anfang war ja noch relativ nett, aber dann, was dann kam, ich hätte heulen können. Also, die meisten kennen ihn ja schon. Ich habe jetzt natürlich, wie gesagt, die Items natürlich schon aufgesammelt, aber erinnerst du dich an irgendwas Besonderes, was wir gefunden haben? Ich wüsste jetzt nicht gerade. Nein. Gut, waren nur ein paar Seelen und so gängiges Zeug eben. Und Frösche. Ja, und Frösche, aber die sind ja leider wieder da. Oh Mann. Na gut, gehen wir mal weiter. Hast du ein Lieblingsgebiet in Dark Souls? Ja. Dämonenruinen. Du bist schon ein bisschen sadistisch veranlagt, oder? Ja. Na, warte mal ab, wenn du selbst spielst. Ich glaube, da fühlt sie sich nicht mehr so toll. Mal gucken. Ich glaube, da habe ich ein anderes. Ah, okay. Ja, Leute, ihr seht's. Baum, Geäst, Gewirr hier und irgendwie muss man sich nach unten arbeiten. Ja. Dass du nicht ausrutscht.
Oh ja, dieses Ausrutschen und... Ja, mal gucken, mal gucken. Also so selbstsicher, wie ich da jetzt gerade runterlaufe, das habe ich bei meinem ersten Versuch auch gemacht. Ich werde euch das alles dann nochmal zeigen. Und ja, irgendwo gab es dann eine Stelle, da sind ganz, ganz blöde Dinger passiert. Naja, gucken wir mal. Da unten, ja. Dieses Item. Ich habe ein paar Mal versucht, an das Item zu kommen, aber... Beim dritten Mal hat er es geschafft. Nee, das habe ich anscheinend noch nie geschafft, sonst lägst du ja nicht mehr hier. Das habe ich dann einfach aufgegeben, aber ich habe dann, glaube ich, zufällig was anderes gefunden, stimmt. Ja, genau, und das war genau dasselbe Scheiß. Dann war es immer die Frage, wo ich lang muss. Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Aber ich gucke mir jetzt einfach nochmal beides an. Das ist so eklig. Frösche, Frösche. Da unten warten Frösche auf dich. Ja, ja, die kommen jetzt sehr gleich, ja. Diese Frösche, ich vermute ja mal, die machen irgend sowas wie die anderen. Ich vermute mal, die verpesten mich. Deswegen, Moment, ich wechsle mal rüber zu der... Sie kommen schon. Ja, die, wie schnell die sind, ey. Das ist ja schlimmer wie in dem Horrorfilm. Hau ab. Ja, ihr seht diese schwarze Gülle. Das ist garantiert Fluch. Das letzte Mal haben sie es nicht geschafft, mich zu verfluchen. Da war ich sehr froh drum. Und ich möchte, dass das diesmal genauso gut läuft. So. Ich glaube, da war auch noch einer. Ja, das, der hat mich dann immer so ganz böse überrascht, glaube ich. Okay, jetzt ist er gerade... Ja, manchmal ist es seltsam. Die springen ja auch gerne manchmal einfach runter und... Das haben wir bei den anderen gesehen. Mhm. So, aber hier ist gerade Ruhe. Sehr schön. Ja, dann probiere ich mal hier weiter runterzukommen. Oh. Das Blöde ist, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber manchmal verheddert sich der Held irgendwie und dann rutscht man irgendwie von ganz alleine mehr nach links oder rechts. Als wäre vor einem eine unsichtbare Wand oder so. Finde ich ganz fies. Das ist wirklich fies. Naja. Wenn dir dies gar nicht gibt. Ja. Kenne ich aus Final Fantasy X. Ja, stimmt. Da war das auch irgendwie mies. Aber naja, es war ja dafür auch das erste, ja, 3D-Rollenspiel von Final Fantasy. Ja. Da kann man es ja noch verzeihen, ne? Ich glaube, da unten liegt auch noch ein Ding, das ich mir noch nie geholt habe. Ja. Hm. Oder ich habe es zumindest versucht und nie bekommen. Ja, es ist knifflig, also das gute Zeug... Da liegt ja auch noch was. Ich glaube, die haben wir übersehen. Okay, ja, aber ich... Man muss halt... Ich vermute stark, dass man da an einer ganz bestimmten Stelle runterspringen muss, aber das traue ich mich jetzt echt nicht mehr. Ich habe es so oft probiert, aber jetzt muss ich sowieso was anderes hier anschlagen, sehe ich gerade. Yo, ich würde mal sagen, ich... oder das? Willst du den Tod riskieren oder sicher gehen? Ich will eigentlich sicher gehen. Ich glaube, das Recht ist einfacher, oder? Ich weiß nicht. Mal gucken. Komme ich da so drauf? Oh Mann, ich mag das ganze Zeug hier nicht. Der Deko-Baum war sympathischer. Ja, der hat noch so was Freundliches irgendwie gehabt und die Gegner waren so nett und... Ja, genau. Aber hier kann man Bäume wirklich nur verfluchen. Das erinnert mich auch immer wieder an dieses Chaosvieh, wo ich so oft gestorben bin. Ah, das war auch so ein halber Baum. Ich glaube, hier war eine Leiter. Ja. Ah ja, die haben wir auch mal gesucht. Ja. Und diesmal nicht runterspringen. Ja. Diesmal habe ich die richtige Taste erwischt. Ja, freut euch drauf. Ich werde das noch am Ende, also bevor es den Gastwechsel gibt, werde ich das alles noch ein bisschen einbauen. Ja. So, dann kommt hier unten jetzt das ganz Fiese. Mit den Fröschen wieder. Ja, da hast du aber wenigstens noch eine große Fläche gehabt. Ja, das will ich machen. So. Ich lasse sie am besten kommen. Man hört sie schon, ich finde die so ekelhaft, die Viecher. Nee, sie kommen nicht, gut, dann komme ich. Ja, da ist ein Loch, da muss ich aufpassen. Ist garantiert hinter mir einer? Nee, noch nicht einmal, okay. Wo ist der Rest? Schlafen. Und dann wieder in einem total ungünstigen Moment hüpfen sie mich dann alle an. Das gibt's ja wohl nicht. Wo ist er? Ah, dass du wieder runterspringst. Ja. So. Ja, Freunde, ich muss es eigentlich nicht zeigen. Ich bin das letzte Mal so rumgeirrt wie so ein Irrer. Hab mir gedacht, wie komme ich denn da runter? Und da habe ich das gesehen, könnte ich runterhüpfen.
Ja, freut euch auf die Feldszenen. Das seht ihr, wie doch toll das mir gelungen ist. Aber hier ist eine Leiter. Die haben wir erst danach bemerkt. Ja, das ist jetzt der einzige Vorteil am Nachspielen. So, es ruckelt einen Moment. So, müsste wieder gehen. Ja, das Problem ist, da unten werde ich herzlich begrüßt und es ist verdammt eng. Da muss ich aufpassen. Sonst hüpfst du runter. So, und wie ihr seht... Oh, weh, oh, weh. Komm, mach den Frosch weg. Oh, nicht getroffen, das ist gefährlich. Wie sie mich halt aber auch wegschicken. Oh, ja, da ist es wieder passiert. Oder? Hä? Hui! Ich lebe noch. Nein, du bist eins runter. Boah! Du bist bei einem Item. Ja, siehst du mal hier, ja. Weißer Brocken erhalten. Das war nur Glück. Nee, das war Skill. Das war Glück. Ja, aber es ist echt fies. Ich meine, wäre ich stehen geblieben, dann hätte mich der Fluch ereilt. Und ganz ehrlich, dann fliege ich lieber runter, bevor ich verflucht bin. Ja, jetzt mal ohne Scheiße, wie komme ich hier wieder runter? ja, ich war hier noch nie. Das ist jetzt wieder neu. Da komme ich ja nicht hoch. Ich glaube, du musst doch eins runterspringen. ja, wenn ich es jetzt versuche, klappt das natürlich nicht. Wo soll ich denn hier runterspringen? Das ist alles viel zu eng. Da? Ja, da glaube ich. Boah, das klappt doch nie. Warte mal, ich trinke lieber was. Nicht, dass es an dem Fitzel dann hängt. Vor allem die... Oh, nee. Probier's. Probieren geht über Studieren. Das Ding ist total schief. Gibt's da nicht irgendwo was anderes? Das ist ja kriminell. Ich guck erst mal auf der anderen Seite. Vielleicht finde ich da noch was. Nee, da ist gar nichts. Och, Manne. Das ist die einzige Möglichkeit. Da komme ich nicht hoch. Ja, ich muss... da irgendwie drauf springen können. Verdammt. Ja, probieren wir's. Und abrutschen. Ja, das war aber fies. Ich bin eigentlich genau drauf gekommen, ne? Da liegt auch noch ein Item, okay. Das ist fies. Jetzt dürfen wir wieder den Scheißweg runterlaufen. Ja, das durften wir damals ja auch. Es bleibt wenigstens authentisch und in der Zeit. Ja. Na gut, dann nochmal. Okay. Gut, dann werde ich jetzt diesmal wieder den anderen Weg einschlagen. Der kam mir auch kürzer vor. Aber auch ein bisschen gefährlicher. Mal gucken. Naja, ansonsten finde ich eigentlich, auch wenn es ein bisschen nervig und fies ist, ich finde dieses optionale Gebiet eigentlich cool. Ich finde es toll, dass es überhaupt sowas gibt. Es gibt so viele andere Spiele, da gibt es nichts Optionales mehr. So. Das kenne ich. Ich habe ja seit gestern mein Spiel des Grauens durch. Das Spiel des Grauens, okay. Ich glaube, dir sagt Final Fantasy 12 was, oder? Ja, das ist sehr grausig. Ich kannte es ja nicht, ich musste es spielen. Mhm. Ja, ich auch, aber man wird sehr enttäuscht, sagen wir es mal so. Da fand ich 10 viel besser. Oh ja, also 10 ist da nach wie vor eigentlich noch am epischsten, finde ich. Da aber das Beste ist 7. Ja, 7, wobei ich noch einen Tick mehr fürs 8er schwärme, was ja dann auch bald kommt bei mir. Die schaue ich mir sowieso an. Da werde ich auch wieder Gäste empfangen, da kannst du gerne dabei sein. So, jetzt ist wieder so eine Problematik, jetzt ist da so ein blöder Ast und der lässt mich nicht durch. Wie hast du das letzte Mal das geschafft? Weiß nicht, habe ich gepiekst? Nee, geht nicht. Irgendwie habe ich mich durchgemogelt, oder? Das letzte Mal? Ja, oder? Oh Gott. Ja, so. Du musst trotzdem runter. Toll, das habe ich so super gemacht und oh, am besten. Hey, stirb, da ist, stirb. Da, Scheiße. Da links ist eine Echse, sehe ich gerade, sie verschwindet gerade. Man findet, obwohl wir jetzt schon das Doppelte hier in diesem Ding rumrennen, ich finde immer wieder neue Dinge hier. Sehr interessant. Weil du eigentlich wolltest du hier nicht durchrennen, weil der Baum scheiße ist. Ja, eigentlich. Aber ihr seht ja, was daraus wird. Und ich kann mir auch nicht merken, wo ich da lang muss und so. Ich will einfach nur weiter runter und letztendlich, keine Ahnung. So, jetzt wird das immer schmaler hier. Ich kann nicht mehr hinsehen. Ich glaube, ja, super. Ist wieder Dead End. Oh. Das Spiel will ich zum Sterben zwingen. Ich könnte jetzt, wenn ich schon hier rumfähle, könnte ich versuchen, mir das Item zu holen.
Ja, das sieht eigentlich nach einem breiten Ding aus. Da müsste ich doch eigentlich draufkommen. Aber der rutscht dann, obwohl ich so schön draufkomme, rutscht er dann so komisch ab. Ich weiß gar nicht, warum er das macht. Das ist fies. Weil er seine eigenen Gedanken hat. Er meint, er muss nicht auf dich hören. Ja. Ich probiere es jetzt halt nochmal, aber ich wette mit euch, ich komme schön drauf, aber er rutscht weg. Oh, nee, okay. Hab ich mich geirrt. Ja, unter mir ist jetzt das Item, aber... Wie willst du da rankommen? Ja, mit einem Tod. Nee, ich will nicht. Ich lauf lieber erstmal den sicheren Weg ab. Jetzt ruckelt's wieder. Moment. Ein Oblivion-Held. Ja, das hat ein bisschen was. So, wir sind wieder da. Jetzt... ja, da drauf würde ich sagen, oder? Mann, das ist so groß. Jetzt haben wir doch den langen Weg genommen, der andere war kürzer, ne? Naja. Ich glaub's auch. Vor allem, ich komme irgendwie nicht voran in diesem Wirrwarr, also es ist doch... Wobei, wir sind fast unten, sehe ich gerade, aber es wäre immer noch tödlich, wenn ich jetzt falsch springen würde. Ja, jetzt habe ich es mir doch irgendwie komplett verbaut, oder? Wo soll ich denn jetzt noch bitte runter? Moment. Ich glaube, du musst jetzt springen, aber dann bist du tot. Ja, das sind ja tolle Aussichten. Och, nee, komm, das darf nicht wahr sein. Ich will hier irgendwo überleben. Ja, super, jetzt. Ey, ich lebe noch, ich lebe noch. Wow, ey, was hast du für ein Glück. Noch ist es nicht geschafft hier. Noch habe ich hier Frösche an. Hopp. So. Frösche. Ich fast, ist der Fluch da? Oh Gott, kann ich hinsehen. Verdammte Fluchanzeige, die ist so klein. Puh. Ey, du hast genauso viel Glück wie ich in Star Wars The Force Unleashed 2, ey. Das ist nicht fair. Ja, es ist schon fair. Ich find's verdammt fair. Nein. So, weil jetzt werde ich erst richtig wieder gepeinigt. Wenn, da unten will ich Glück haben. Ich müsste mir irgendwie einen Plan machen, aber ich darf nicht wieder vor den Fröschen Angst haben und einfach... Es soll so sein, dass ein Frosch wieder runterspringt. Das wäre optimal. Ich glaube, nur deswegen habe ich das letzte Mal geschafft. Komm, spuck das Ding weg. So, noch einer. Spuck. Jawoll. Okay. Schnell noch eins. Ich weiß nicht, ob da noch ein Vieh ist. Ich glaube, da war noch sogar noch eins. Das hatte ich aber von hinten angesprungen, glaube ich. Mhm. Weil das ist eigentlich die letzte Hürde, sage ich mal. Wenn ich jetzt... Wenn du jetzt failst. Ja. Okay. Ah ja, da ist er. Da ist er, mein Freund. So. Das müsste es gewesen sein an Fröschen. Meine Güte. Ich stelle dir sowas von gemein. Absolut, ja. So, jetzt versuche ich noch ein bisschen weiter nach unten zu kommen. Eigentlich müsste ich den Abschnitt schon wieder aufhören, weil ich ja noch die Fails reinmache. Dadurch, wird der Part ja noch mal ein bisschen länger, wie er hätte eigentlich werden können. Naja. Aber ich würde gerne noch einen Tick weiter runter, weil da ist so ein schöner Abschnitt. Aber... Ja, cool. Ach, da liege ich noch rum. Ja, schön. Schön, dass ich da auch noch irgendwo bin. So. War da unten eigentlich ein Leuchtfeuer? Das war noch ein Tick weiter unten. Jetzt kommen ja erst, glaube ich, diese kleine Pilzfamilie. Ach stimmt, die sie gefragt haben, wo kam der Körper her? Ja, also auf einmal Helden regnete. Auf einmal regnete es Helden. Ja, das ist mal was Neues bei denen, würde ich sagen. Oh, da kommt schon der Erste. Hallo! Ich mag die nicht. Die machen aber irgendwie total süß. Die machen irgendwie wie so ein Vogel, finde ich. Trotzdem mag ich die nicht. Wie heißt denn der Vogel? Also das ist ganz bekannter. Ach, egal. Ich will jetzt irgendeinen schlauen Meier eh posten. Ah, kommt der Nächste. Oder ich gehe jetzt auf Wikipedia. Ich finde die knuffig. Nur die Eltern nicht. Die kommen ja auch gleich, vermute ich mal. So. Ich glaube, du musstest auf die Pilze. Ja, richtig. Boah, ich habe schon wieder fast keine Erinnerung mehr von dem Gebiet. Es ist faszinierend, wie schnell ich Sachen vergesse. Och, verdammt, da liegt das Item. Na, egal. Ja, da der Nächste. Ja, da kommen doch auch noch die Eltern, meine ich. Ich glaube, erst viel später. Erst viel später, okay. Ich glaube, dann müssen wir doch den Part langsam beenden. Ich versuche noch einen schönen Abschnitt zu finden.
Ja, ich glaube, ich bleibe in dieser Ecke hier stehen. Ja, gut, Freunde, für euch geht's noch ein... Ja, für euch geht's sowieso noch länger weiter. Ihr werdet jetzt noch ein paar Fails zusammengeschnitten sehen, was mir da oben noch so passiert ist. Und dann geht's hier an gleicher Stelle auch für euch weiter. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Aber sicher doch. Ich werde den Kanal verlinken. Könnt ihr mal reingucken. Und ja, bis gleich, sag ich mal. Und mein Gast hat das letzte Wort. Ja, es war cool, dabei sein zu dürfen. Es fühlt mich auch freuen, wenn wir es weiterhin so machen. Und stirbt nicht so oft. Das hat mir bei der letzten Aufnahme genauso. Letzteres werde ich nicht einhalten können. Aber gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Sie wollen es dir doch nicht so einfach machen. So, da sind wir wieder zurück. Und wie ihr seht, ich bin immer noch inmitten dieses Baumes. Und ja, ein letztes Mal müssen wir nochmal nachspielen. Also wie gesagt, ich habe das alles schon mal gemacht. Aber ihr bekommt ja die Fail- und Extra-Sequenzen nochmal dazu geschnippelt. Ich habe einen Gast natürlich wieder dabei. Hallo Bruger. Hallo John, freut mich mal wieder dabei zu sein. Ja, du bist ja, wie wir schon aus dem Podcast wissen und die meisten Leute kennen dich sowieso, ein großer, großer Dark Souls-Fan. Oh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin mittlerweile einer der Menschen, also nicht unbedingt jetzt im asiatischen Raum, aber ich glaube, so oft wie ich hat es noch keiner durchgespielt. Ja, das ist zu beneiden. Also ich bin momentan aber auch ziemlich sicher, ich gucke mir auch mein New Game Plus an, definitiv einmal zumindest. Ich will das mach machen. Das mal, also das ist schon sehr interessant. Oh, die Pilze nerven mal richtig, du. Das sind ja Gegner, die hätten sie echt rauslassen können, besonders die großen. Absolut. Erinnert mich so ein bisschen an den, kennst du noch das grüne Vieh mit dem Dolch aus Final Fantasy, was eigentlich in jedem Final Fantasy drin vorkommt? Der Tombury, meinst du? Oh, sowas ist das. Die unterschätzt du sowas von schnell und auf einmal hauen sie dich und du bist mit einem Schlag tot. Vor allem die Großen, ja. Und oh, wie viel kommen da noch? Mir geht langsam die Magie aus. Beziehungsweise sie ist mir ausgegangen. Ja. Sehr schön, ja. Soll ich den wirklich machen? Ich glaube mich zu erinnern, dass da relativ bald ein Leuchtfeuerchen kommt. Ich lasse den. Ja, du musst den gar nicht killen, du kannst da einfach durchlaufen. Das ist, die droppen ja eh nichts. Das ist total der Quatsch-Gegner eigentlich. Der droppt nicht viel. Oder eigentlich überhaupt keine Items, außer im Wald halt diese Elektroschmiere für dein Schwert oder richtig, so. Richtig, ja. Und hier, paar Seelen, aber das ist total uninteressant. Absolut, ja. Ja, wir sind im Aschesee, den kennst du natürlich. Wie findest du das Gebiet dafür, dass es rein optional ist? Ich wünschte mir, dass es noch ein bisschen größer wäre, weil irgendwie ist das gar nicht so viel, wie es am Anfang aussieht, leider. Hast du schon aber recht, schon ja. Schön, also schön gemacht, definitiv. Also ich hab mich, es hat mir wirklich verdammt gut gefallen, also ich kenn's ja jetzt leider schon. Aber ich habe da hinten das Leuchtfeuerchen gesehen, da möchte ich auf jeden Fall noch hinkommen. Ah, da ist nichts, da kannst du jetzt einfach durch. Okay. Da kommen nur eine Handvoll Gegner und die sind alle recht harmlos, sage ich mal. Bestimmt. Bis auf diese Muscheln, die sind auch noch extrem ekelhaft. Oh ja, die werden wir gleich sehen, aber jetzt holen wir uns erstmal das Leuchtfeuerchen. Ich brauche Magie. Oh ja. So, her damit. Hast du eigentlich immer noch den Kristallbeschleuniger da, ja, ne? Jep, den habe ich jetzt. Ich kann dir empfehlen. Was eigentlich so der beste ist, finde ich, neben dem, ist eigentlich der von Isalith. Stimmt, der ist eigentlich besser, den, ja. Den du von der Tussi kriegst mit den schwarzen Klamotten vor dem Chaoswesen von Isalith. Okay. Der hat jetzt vergleichsweise die meiste Magie, aber ist halt jetzt auch nicht so stark wie der, nur hast du dann halt ganz normal die Zaubermenge, nicht die halbe nur noch. Ja, dass das halbiert wird, ist schon verdammt fies, das stimmt schon, also das muss man sich wirklich zweimal überlegen. Ja, das ist halt, ja, muss man halt abwägen. Ich glaube, es sind 20% mehr Schaden, die du machst mit dem Zauberstab. Das stimmt, ja. Ja, Freunde, und ungefähr an dieser Stelle, da war sie doch, ne? Die schwarze Hydra.
Genau, genau. Ja, die habe ich damals bei der Fail-Aufnahme dann natürlich besiegt. Ich werde jetzt an dieser Stelle, werde ich das einspielen. Ja, ihr wisst das ja schon vom letzten Part, leider ohne meine Stimme. Dafür aber mit dem Gast Kakashi, der war da live dabei. Kakashi wird dafür an einem anderen Part mal richtig dabei sein. Guckt euch einfach mal an, wie ich da... Doch, es lief relativ gut und ja, wir sehen uns jetzt gleich wieder live hier mit Bruga. Jetzt ist es nicht bemerkt. Oh. Ja, ein schöner Wasserstrahl da. Sieht da irgendwie nach nichts aus. Oh. Hier, komplette Ausdauer. Kannst du die nicht einfach mit Seelenschweren irgendwie attackieren? Hälfte Lebensenergie. Das ist nicht schlecht. Ja, immer von hinten. Da kommt sie immer von hinten, die Hydra. War irgendwie auch so ein Flächenangriff. Ich habe bis jetzt da gar nichts gesehen, wo man überhaupt stehen kann. Ja, da ist der Stummel. Stummel, da. Sehe schon. Oh, ist so schön, wenn ich da mal hinkomme. Boah. Ich brauche mir enorm viel Leuchtfeuer. Estus-Lakos. Leuchtfeuer, ja. Das wäre was, wenn man die verbrauchen könnte. So fünfmal bloß nutzen. Das wäre gemein. Oder ein Endboss wie ein Demon's Souls, der einfach mal ein Level abzieht, weil er dich packt. Ach, das war schön, da in Bruga zuzugucken, wie er da 3-4 Mal gepackt wurde. Genau das glaube ich. Aber ich fand es irgendwie, dass Demon's Souls ein bisschen kurz war. Ja. Der Puppenspieler war ja mal gemein, ist die Marionette da. Dass du sie finden kannst. Oder wäre ich verzweifelt. Ich glaube, ich hätte es niemals gefunden in einem Typen da oben und hätte ständig versucht, irgendwie da die Marionette zu töten. Die lebt ziemlich lange dafür. Ah, da kommen so mit dem Muschel. Ja, friss ihn halt noch. Lecker. Ja, lecker hell zum Mittagessen. Ja, gut, die Muschel ist schon mal tot. Und da ist er ins Wasser gelaufen. Ja, wir haben es oben hingeschrieben, pass auf, spring. Ich spring runter und falle in den Tod. Das ist mir auch schon passiert.
Was ist dein Ziel? Die haben da alle Köpfe. Die hat wieder alle Köpfe. Ja. Nur das war. Sehr gut. Wir sind fast gut. Ja. So ein Kristall, einen normalen Kristall ist in den Speer und dann. Die soll gegessen sein. Ja. Treffen. Und, oh, das war ein Treffer. Und sie ist fast tot. Da kommt wieder mit seinem Bogen. Schaden ohne Ende. Das ist irgendwo falsch hingezielt. Ja, kannst schön mit deinem Bogen alles beenden. Das ist doch schön. Ja, das ist ein bisschen Leben da. Komm mal so. Ja, ich glaube, sie ist down. Ja. So, und da sind wir schon wieder zurück. Ihr habt hoffentlich gesehen, wie ich da relativ gut vorangekommen bin. Ja, gucken wir uns den Rest hier an. Ich habe es mir gerade im Geiste vorgestellt, wie du die Hydra getötet hast. Ja, ich habe sie natürlich wieder richtig episch mit Pfeil und Bogen niedergemacht. Yay. Also es war echt ein knappes Spiel. Warte mal, ich kann es dir mal zeigen. Es ist halt doof, du kommst mit Magie nicht so wirklich dran, ne? Die ist genau weit genug weg. Ja, man sieht, ich habe nur noch 19 Pfeile, also es war ein verdammt knappes Spiel. Das wäre beinahe nicht mehr gut gegangen mit beiden Bogen, aber es hat gereicht. Ja, sie ist schon fies, diese Hydra. Also, vor allem, wie du schon meintest, die läuft ja einem so halb nach und dann haben mich die... Die springt ja auch über diese Sanddünen da drüber dann auch noch. Ja, die ist ganz schön mies und dann hat mich die Muscheln haben mich dann von hinten noch überrascht, Boah. Weil ich mich so auf die Hydra konzentriert habe. Die sind so ätzend, die Dinger. Ich hasse die Dinger. Aber ja, das stimmt. Und die hinterlassen noch nicht mal Funkel-Titanit, so wie die anderen bei Seth, ne? Seth, genau. Die geben ja gar nichts hier. Ich meine doch, die geben diese Fluchsteine, oder? Manchmal aber nur. Ich hab's mal ausgetestet mit der Truhe, mit der Gier, Symbol der Gier und mit dem Ring. Aber gut, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Da hatte ich bisher nur Pech, leider. Ja. Aber die sind ja richtig Hammer, diese Kristallsucher. Ja, in der Tat, die sind meine Lieblinge. Okay, da ist wieder nix. Ich bin mal gespannt, ob du das eine Item gefunden hast. Das habe ich nämlich auch erst beim dritten Mal so gefunden. Da ist jetzt nämlich hier noch eins. Schau mal rechts. Ich glaube, da ist nichts mehr, wo du bist. Guck mal, ganz rechts, neben dieser spitz zulaufenden... Nee, schau mal weiter. Genau, halte ich mal links. Okay. Links. Da unten am Wasser, da wo du noch gerade so drauf laufen kannst, da liegt ein Item. Ich weiß nicht, ob du das schon mal geholt hast, aber... Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wir gucken mal. Erst vor ein paar Tagen her, dass ich es gespielt habe, aber so sicher bin ich mir da nicht. Nee, du hast das, glaube ich. Scheint zu haben, ja. Ja, siehst du, das habe ich irgendwie nie mitgekriegt, das Item. Aber gut, das war, glaube ich, auch nur ein Drachenstein. Okay, das ist so schlimm, stimmt, ich kann dir mittlerweile fast überall sagen, was für Items wo liegen. So ein Freak bin ich schon. Du bist ein lebendiger Guide. Ja, es ist wirklich so. Ich kann dir echt sagen, in welchen Covenants du was machen musst oder wo eine Waffe ist, mit was du die aufrüstest in der Regel. Schön. Ich wollte dich ja eigentlich, hätte das jetzt schon eher geklappt hier, wäre das jetzt kein Fail-Part geworden, dann hätte ich dich eigentlich für Wendelin eingeplant, vor der habe ich ja ein bisschen Angst. Wenn ich dir einen Tipp geben darf,
Du weißt doch, bei diesem einen Typen in vor dem Eisengolem, der hat doch so zwei Ringe verkauft. Einen mit Blitz und Magieresistenz. Mhm. Ich gebe dir einen Tipp, geh zurück und kauf dir für 15.000 Seelen den mit Magieresistenz. Den wirst du dringend brauchen gegen Gwendolyn. Okay, gut. Und am besten schau, dass du noch eine Rüstung findest, also beziehungsweise eine leichte Rüstung findest, die viel Magiewiderstand hat. Ah, okay. Mhm, dann hast du es um einiges einfacher, weil die macht keinen körperlichen Schaden. Da bringt dir die Giganten, also die Golem-Rüstung jetzt hier gar nichts. Alles klar. Nee, Quatsch, okay. Das ist ja die Riesenrüstung, ist es ja nicht die Golem. Richtig, ja. Weil du musst sehr viel rennen, die ist ziemlich, ich will nicht zu viel verraten. Wie gesagt, ich weiß nicht, mit wem du das dann spielen willst, aber du musst sehr viel rennen, also... Sehr, sehr viel musst du rennen. Ich bin mal gespannt. So, wo ich jetzt gerade rumlaufe, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich hier schon mal war. Das ist doch... Da gibt es nur ein Wunder da auf dem Pilz oben. Aber theoretisch hast du da nichts mehr zu machen. Jetzt hier, da ist noch ein Pilz, pass auf. Unten so ein fetter. Oh ja, aber diesmal bin ich ja gewappnet. Ich glaube, das Gebiet habe ich das letzte Mal in der Fellaufnahme gar nicht gemacht. Interessant. Mit dir. Ja, ich habe es halt gemacht wegen... allen Wundern. Da gibt es ja auch dieses Achievement, dass du alle Wunder kriegst. Ach so, okay. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht auch mal einen Priester probieren soll. Was hältst du von der Klasse? Ganz ehrlich, ich habe einen Priester angefangen, habe den auch recht schnell auf 30. Du musst ja Glaube mit dem Skillen. Recht schnell hatte ich den auf 30 Glaube, weil du musst ja eine gewisse Menge an Glauben haben, also Stufe, dass du beitreten kannst bei diesem Covenant. Stimmt, ja. Das, wo auch dieser... Soler da ist, dieser Ritter, weißt du ja, den du öfter triffst, der Sonnentyp. Da kriegst du nämlich so Blitze, das ist halt Elektroschaden, aber mehr kriegst du da eigentlich auch nicht. Die ganzen Wunder, die sind alle schön und gut, aber ich würde fast behaupten, es ist mehr auf Multiplayer ausgelegt, weil du hast auch so einen Zauber, der heilt halt in einem Radius um dich rum und so weiter. Willst du das eine Wunder noch haben, oder? Ja, ich habe jetzt gerade nicht gecheckt, wie man da hinkommt. Da musst du da rauf wieder, die Wurzel, die schräge. Nee. Genau, aber das ist ein bisschen tricky, wenn du runterfällst, bist du halt tot. Ne? Oh nee, ich glaube, da will ich sie nicht. Ich kann es dir nochmal sagen. Okay, zeig's mir mal. Ja, auf jeden Fall, du hast halt diese Blitze und mehr ist das. Und ich habe dann zwischen, also so mitten im Spiel, stopp, schau mal runter. Hier runter? Siehst du da? Da genau. Da musst du jetzt ganz Trippelschrittchen musst du da reinmachen, wenn das... Oh je. Ja, ich merke schon, kannst du, aber musst du nicht. Das Wunder ist es nicht wert, ehrlich gesagt. Also ganz kleine Trippelschrittchen. Du weißt ja, wie es ist. Man kann ja auch manchmal über die Kanten glitschen und dann hast du halt Pech, aber... Ja, das stimmt. Ja, komm, wir probieren es jetzt einfach. Oh ja, das ging nochmal gut. Das richtig, richtig fies. Das ist echt fies. Ja, und auf jeden Fall, ich habe dann mitten im Spiel wieder auf Magier umgeskillt. Also habe mehr Intelligenz als Wille dann, weil das ist totaler Quatsch, finde ich. Priester ist sehr doof zu spielen. Ja. Zauberbarriere. Hat mich noch nie so gereizt, das stimmt schon, ja. Ich weiß halt nicht. Manche schwören ja drauf, aber gut. Ja, das Einzige, wofür es sich lohnt, ist der Gotteszorn noch. Du hast ja so eine Druckwelle. Ja. Und da kannst du halt so ziemlich jeden Gegner mit umschmeißen. Und gerade im PvP ist das Gold wert, denke ich. Okay. Und ansonsten, naja, naja. Also ich sag mal, die Zeit, die ich dafür investiert habe, war es nicht wert. Ja, ich glaube, dann probiere ich doch lieber mal ein richtiger Kämpfer hier aus. Ja. Das wird mal an der Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen, also so ein richtiger Kämpfer, so, ja, macht richtig Spaß. Also jetzt auch mit der Golem-Rüstung oder der Riesenrüstung. Das ist halt, aber bei Bossen, sage ich dir gleich, ist es viel schwerer. Also. Oh ja, das habe ich ja schon allein beim Ziegendämon festgestellt. Das ist so ärgerlich, ja. Oh Mann. Ja gut, es gibt einen Trick mit Zauberer zum Beispiel. Du kannst dir einmal diesen Ring anziehen, diesen ruhiger Drachenring. Ja. Den du jetzt in Sens Festung findest, dass du da keine Geräusche mehr verursachst oder auch den Zauber. Dann benutzt du noch den unsichtbar oder schwer zu entdecken Zauber, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und dann kannst du, glaube ich, sogar an dem vorbeilaufen auf den Torbogen und dann kannst du die Hunde erstmal killen und dann... Ach so, okay. Mal gucken, ich mache ja im New Game Plus, mache ich da so eine Art Guide, mal sehen, ob das klappt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe nur was gelesen. Ich bin sehr gespannt drauf, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Das wird ganz schön stressig werden, glaube ich. Da hast du dir was vorgenommen, ja. Oh ja, ich muss nämlich noch einiges tun dafür. Also ich muss dann noch im Spiel, muss ich dran denken, dass ich da auch richtig skille, weil ich muss auf jeden Fall Pyromantie für Ornstein und Smaug. Die schaffst du sonst nicht, das ist fast unmöglich. Oh, mit Magie keine Chance. Da brauchst du definitiv Feuer, weil die sind ja beide anfällig dagegen. Absolut, ja.
So, da ist das nächste Leuchtfeuer und da ist auch schon das Ende dieses dieser Dungeons. Wir sehen hier etwas ganz Großes, aber nicht unbedingt böse. Oh. Ein Drache. Ich hab's auch schon versucht, man kann ihn nicht töten, ne? Das geht nicht. Aber was mir mein Gast damals verraten hat, man kann ihn bedenkenlos den Schwanz abhacken, was ich gemacht habe. Genau, musst du auch für das Achievement. Richtig. Eigentlich schon fies, ne? Ja. Ich hab's euch das letzte Mal schon gezeigt, was man dafür bekommt. Aber gut, er hat ja nichts dagegen. Es stört ihn ja nicht so. Ansonsten hat man da nichts Großartiges verpasst. Er redet auch nicht großartig viel. Man könnte halt nur den Eid leisten, was ich ja euch gesagt habe. Das mache ich nicht. Wobei es relativ interessant ist. Ich glaube, der will dann Drachensteine haben. Und man bekommt ja dann so, ich weiß gar nicht, so einen Drachenhelm. Man kann dann auch irgendwie Feuer spucken, habe ich gelesen oder so, ne? Genau, du kannst Feuer spucken und dann gibt es noch so einen Torso-Stein auf Stufe 2 oder 3. Lass mich jetzt nicht lügen. Mhm. Und mit dem hast du dann, wenn du den Stein benutzt, diesen Torso-Stein, dann hast du irgendwie, ja, also du musst komplett nackt sein dafür, aber da hast du dann irgendwie verstärkte Nahkampfangriffe, kannst doch keine Waffen mehr nutzen, glaube ich sogar. Ich habe selbst noch nicht gemacht, aber irgendwas war da mal. Und da habe ich sogar einen gesehen, wie er Quinn getötet hat in der Drachenform, geht auch ziemlich gut, mit Counter-Moves. Auch mal nett, ja, das sind alles so Sachen, die würden mich schon mal reizen. Ich glaube, irgendwann muss ich mir das alles mal angucken. Ja, ich sag mal, das meiste ist, glaube ich, Kappes. Das ist alles so für PvP oder so ein bisschen Rollenspiel, weil es gibt ja auch Leute, die ziehen dann zum Beispiel so genau die Rüstung dazu an. Und oh Gott, okay. Keine Ahnung, es gibt ja so Freaks. Also ich persönlich bin ja eher danach so, was halt am besten schützt, ziehe ich an. Nicht, was am besten aussieht, ist ja Quatsch. Na, richtig. Ich habe auch schon Leute gesehen, die sind komplett in so einer Hollow-Rüstung da. Diese ganz komischen Robben, wo du ganz am Anfang schon siehst, die so... Mhm. Da sind die auch rumgerannt. Mit einem Banditdolch und lauter so ein Käse. Also keine Ahnung. Okay. So, ja, jeder so wie er will. Wir gucken uns jetzt noch ganz kurz was an. Ich habe ja im letzten Part Priscilla getötet und jemand meinte, ich sollte mir unbedingt mal den Helm angucken von dieser Kiste. Das war irgendwie so gelbliche Krone. Ach ja. Das sieht so bescheuert aus. Wahrscheinlich sollte ich mir das angucken. Geheimnisvolles Objekt, das einst der gelbe König Jeremiah trug. Der legendäre Verbande. Niemand weiß, woher er stammt. Der hochwertige Stoff fühlt sich sehr weich an. Doch das grelle Gelb der Krone schmerzt dem Auge. Zudem ist sie offenkundig viel zu groß. Ja, gucken wir uns das mal an. Gab's ja auch schon in Demon's Souls, ne? Ja, stimmt, da war, hatte der eine Gegner das und ich hab mir gedacht, what the fuck? Übrigens, als Tipp, du hast ja diesen Ring von dem einen Fuzzi da, ne? Dieser, der dir alle Statistiken so ein bisschen erhöht. Ja. Der den gelben Pfeil jetzt darstellt. Wenn du diese Krone bei Snuggly eintauschst, dann kriegst du auch den Ring nochmal. Ah, okay. Also man kann den Ring zweimal pro Spieldurchlauf, weil, ist schon ganz nett, aber es gibt halt wirklich... So eben Punkte, wo du manchmal einen anderen Ring anziehen wollen würdest, aber der geht ja kaputt, wenn du den da jetzt ausziehst. Ja, das stimmt. Also nur so als Tipp, den kannst du eintauschen. Das hat zum Beispiel bei den vier Königen ist das natürlich ganz nervig, wenn man da den Abgrundschreiterring anziehen muss. Dann richtig schlimm, ja. Hat mich das schon ein bisschen genervt, das stimmt. Vor allem schwere Rüstung, du bist eigentlich fast schon gezwungen, Havels Ring anzuziehen, wenn du dich nur einigermaßen schnell bewegen willst. Oh ja, das habe ich ja bei dem Chaoswesen gemerkt. Da war ich darauf absolut fixiert. Eigentlich deswegen, ich habe jetzt mit meinem... die Paladin-Rüstung ist auch ziemlich, ziemlich geil. Aha. Die du unten vor Nito kriegst, von dem einen NPC. Okay. Ah ja, stimmt, ja, ich erinnere mich, ja. Wenn du den killst, dann liegt die ja bei Nito und die ist richtig gut. Das ist so die beste mittlere Rüstung eigentlich. Ja, gut, Freunde. Während ich mir angucke, wie mein Helm immer heißer wird, sieht so aus. Werden wir den Part schon beenden, denn wenn ich euch die schwarze Hydra jetzt noch in den Part reinkarte, dann haben wir eh die Dreiviertelstunde schon voll. Danke, Bruger, dass du dabei warst. Vielleicht klappt ja später irgendwann noch einmal. Ab dem nächsten Part, Freunde, geht's dann wieder richtig normal weiter, ohne dieses Nachspielzeugs. Da habe ich dann keine Aufnahmeprobleme mehr. Dann, ja, könnt ihr euch drauf freuen. Wir werden dann Wendelin vermöbeln, hoffe ich. Ja, mal gucken, ob es klappt. Ja, ich glaube, du musst wahrscheinlich einiges rausschneiden. Das wird lustig, ja. Erstmal ist die richtig ätzend. Oder eher, es soll ja ein Eher sein. Echt? Okay. Ja, ja, das hat mir jemand geschrieben. Es ist angeblich ein Eher, obwohl die Stimme recht feminin ist. Okay, ja. Mal gucken. Ja, danke, Bruga. Ich sage dann mal tschüss und du hast das letzte Wort. Ich danke auch. War zwar leider ein bisschen kurz, aber ich sag mal, wir hatten ja schon einen langen Podcast, das entschädigt's ja. Oh ja, unbedingt reinschauen, falls noch nicht geschehen. Leute, spielt Dark Souls. Tschüss.
Ausrisch. Und ein kleiner Tipp für die Nahkämpfer, die, ich sag mal, ein gutes Schwert suchen. John, geh doch mal dahinter, ein bisschen hinter den Drachen rum. Da rechts rein, genau. Da kann man nämlich hier diesen Schwanz einfach abhacken. Ne? Das macht dem, also das macht dem Vieh gar nichts. Beziehungsweise das ist einfach so, das interessiert ihn gar nicht. Nee, der wird nicht aggro. Das steht auch extra bei Wiki. Also normalerweise dürfte, ja gut, das ist ein bisschen. So. Genau. Aber im Übrigen muss man dazu sagen, das ist ein relativ schweres Schwert, wo man halt auch extrem viel Stärke für benötigt.